Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Und erstmal für den heutigen Session, erstmal die letzte Runde, die ich mache. Da ich mich beim ersten Teil erstmal mal gucken, wie es bei euch ankommt und so. Deswegen, ja. Ich soll Musik aufsetzen, ja, da, Hi-Fi-Anlage. It won't play without any power. Ohne Strom geht gar nichts. Strom. Ja. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Okay. Ja. Hey, that TV used to be in the living room. I'm not into them. Too pretentious. Ja. Houston, we have the power, but we need to find a disc to play. I think this junk swallowed her discs. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe doesn't give a shit. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot, even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Tut mir ja schon leid, ne? Was? Just gotta get. Anyway. You can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Immer diese Kipper. Na komm, lass uns lieber mal sein.
I shouldn't bug Chloe now. Plus, I need those tools. Ja, wir sollten sie drin lassen. Garage, würde ich sagen. Mhm. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ja, Rechnung ist bei nicht beigefügt. Dringend Elektrizitätsrechnung erhalten, überfällig. Entschuldigung, ich habe das einfach nicht gehört. Ich entschuldige mich jetzt sehr, das war nicht meine Absicht. Es tut mir so leid. Nope. Someone locked it from the other side. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Sind auch noch Fotos? Was? Danke nochmal für deine Hilfe, Max. Ich habe kein Problem, der Typ ist ein Arschloch. Noch mehr Drama. Juliet ließ Dana nicht aus ihrem Zimmer, weil sie dachte, Zach würde Dana sexten. Ja. So dumm, ich hatte es so satt, musste aber eingreifen, weil Dana sich Rons USB-Stick ausgeliehen hatte. Juliet erzählte mir, Victoria hätte sie über Zach und Dana informiert, also war klar, dass Victoria mit allen spielte. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand Victorias Laptop den Beweis, dass sie lügt wie gedruckt, um für Drama zu sorgen. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, als ich Victorias Zimmer im Laptop durchsuchte. Ist klar, liebe ich auch. Nachdem ich Juliet den Beweis für Victorias Lügen geliefert hatte, sammelte ich Ross USB-Stick ein. Dana war merkwürdig drauf, aber wir lästerten über Victoria und ich denke, sie fühlt sich danach besser. Wir sprachen über Warren. Dana deutete an, er mag mich. Ich durchschaue die Zeitreise so langsam. Ich will diese Kraft nicht verschwenden, aber es muss einen Grund geben, dass sie mir verliehen wurde. Also lerne ich besser, sie richtig. Moment. Entschuldigung. Sie richtig einzusetzen und begann damit, Alyssa vor einem Football gegen den Kopf zu bewahren. Ich gebe zu, es war toll, ihr bei so etwas Simplem zu helfen. Ich sah auch, wie Dave Metzen Kate Marsh belästigt. Ich konnte nicht alles hören, aber er beschuldigte sie wegen etwas. Der kann nichts außer Leuten bezichtigen. Ich war so sauer, dass ich eingriff. Er ist ein Wachmann, nicht von der Stasi. Er war ein Arsch, wie immer. Aber ich fühlte mich gut und Kate schien sehr dankbar, dass jemand hinter ihr stand. Und das habe ich geschafft, ohne Zeit zurückzudrehen. Ja, ich weiß nicht, ich fand es halt besser, ne? Der Tag wird immer merkwürdiger. Ich kann nicht glauben, dass ich hier, was ich hier schreibe. Ich kann nicht mal Warren sein USB-Stick geben, ohne Probleme zu bekommen. Meine Haare. In diesem Fall hat es einen guten und einen schlechten, hat es eine gute und eine schlechte Seite, wie das Yin und Yang des Lebens. Als ich Warren auf dem Parkplatz traf, um sein neues Auto zu bewundern, tauchte Nathan Brescott auf und drehte wieder durch. Er drückte mir auf die Pelle. Und beschuldigte mich wegen irgendeiner Scheiße. Obwohl ich Angst hatte, weil ich weiß, was er mit dem Mädchen auf dem Klo angetan hatte, war ich wütend. Dann fuhr das Mädchen vom Klo in einem Pickup vor. Meine ehemals beste Freundin Chloe Bryce. Unsere Blicke sagten, was zum Teufel. Dann saß ich in den Truck, während Warren seine Männlichkeit bewies, indem er versuchte, mir Nathan vom Hals zu halten. Ich schulde ihm was. Der Schock, Chloe das erste Mal in 5 Jahren zu sehen, hatte mich gelähmt, besonders nachdem ich feststellte, dass Nathan sie fast vor meinen Augen getötet hätte. Jetzt taucht Chloe aus heiterem Himmel auf und rettet mich. Tja. Von dem ganzen bizarren, unerklärlichen Scheiß von heute steht in Chloes Auto zu sitzen.
steht im Blumensausschuss, Musik zu hören, in ihren Wackelkopf. Was? Wackelkopffigur auf dem Armaturbrett anzusehen, ganz oben auf der Liste. Ich versuche zu verstehen, dass Chloe und ich beste Freunde waren, die sich nicht mehr kannten. Sie hatte blaue Haare, Piercings, coole Stiefel und ich sah aus wie ein Trottel. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, und von ihr kam kein Friedensangebot. Wir waren zwei Freunde. Wenigstens konnte ich durchatmen und feststellen, dass meine Kamera den Kampf zwischen Warren und Nathan nicht überlebt hatte. Es war mir egal, bei all dem, was los war, aber zusammen mit allem, was vor sich ging, war es ätzend. Nach 5 Jahren das erste Mal in Chloes altem Haus zu sein, war wie ultimative Zeitreise. Manches war offensichtlich anders, manches unverändert. Das Haus roch noch genauso wie damals. Chloes Zimmer war eine Explosion aus ihren erwachsenen Persönlichkeit, cool und chaotisch. Ich konnte sehen, dass sie sauer war. Sie wollte kiffen und chillen. Also erkundete ich ihr Zimmer, um zu sehen, worauf sie heute so steht. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Moment mal bitte. So, jetzt. Heim on eure Ohren. Aha. Dann fand ich ein Foto von Chloe und Rachel Amber. Chloe flippte aus und wirkte mir einen dafür ein, dass ich mich nie gemeldet habe. Ich hab's verdient. Sie und Rachel waren beste Freunde geworden und wollten für Ruhm und Reichtum nach Los Angeles abhauen. Rachel bedeutete Chloe sehr viel, deshalb hat sie die vermissten Poster aufgehängt. Ich fühle mich noch mieser, dass ich sie all die Jahre allein ließ. In denen sie mich am meisten brauchte. Du bist scheiße, Max, Chloe. Du bist scheiße, Max. Chloe ist besessen von Rachel und meinte, sie verschwand, nachdem sie einen tollen Typen getroffen hatte. Wohl ein Psycho aus dem Netz. Chloe wollte was rauchen und allein sein, also ging ich runter, um meine Kamera zu reparieren. So, da haben wir die hier. Lese ich natürlich jetzt nicht vor. Den Wissenschaftler und die da. Chloe. Aber ich lese natürlich nicht jetzt alle vor, das ist. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. Serious. Jetzt habe ich natürlich nicht verstanden, wo wir wegbleiben sollten, weil dazwischen Quatsch bilden muss. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Foodcraft. Food Court. Monatsblatt. Heiße Reifen. Holzofen Pizzabacken. Oh, Pizza. Oh, ich jetzt auch Bock drauf, du. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Two Wells Diner. Hausmannskost. Müsli, Milch, etwas Butter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen. Öl, Bananen? Toilettenpapier. Okay. Sieht, klingt doch was normal. Nee, fahr ich jetzt nicht. I'd love to go to Paris, too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Wir stüpfen hier noch ein bisschen rum. I guess they're aging, these books. I should be able to find the tools I need here. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell.
He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've got to be shitting me. Na toll. Da kommt der Freude auf. So sah er wohl vorher aus. Nein. Das mag ich nicht. Ist da irgendwas? Nein. No password. Like it would help me find tools anyway. Ich schwimme einfach ein bisschen rum. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Ich sehe mal, dass wir in den Kameras alle hinkommen. Ja, vollziehen der Kameras. Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Wir werden wahrscheinlich jetzt voll Ärger kriegen, weil er natürlich gesehen hat, dass wir da dran waren. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Geht das auch nichts drin? Das machen wir jetzt mal nicht. Wir werden nicht beobachtet. Nothing. This is so lame. Ich glaube, wir werden nicht das finden. Poor little dear. Ja. It's not enough to kill you. They have to display your head. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Cool, now it's opened. Ja, bringt mir noch nichts, weil, ja, wie gesagt, wir haben ja nicht das gefunden, was wir brauchen. Yes, score! Hm. Nee, da kommen wir nicht hin. No need to go there now. Ja, aber hier ist doch nichts, für mich jetzt wichtig ist. Ich hab mal raus, weil ich nicht mehr da war. Brr. I can feel autumn pushing out the summer. Nee, schauen wir jetzt mal nicht. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Geht er vom Augenchen? Wir können ja gar nicht viel machen jetzt, so was will ich denn noch von mir? We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. Können wir nicht viel machen eigentlich, ne? Ich meine, jetzt haben wir jetzt nicht großartig irgendwas gefunden, was wir nutzen könnten eigentlich. Da ist noch ein Foto. If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Ja, das dachte ich mir schon. Wow.
wonder what's in those files up there. Shit! Huh? Butterfingers! Ja. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Okay. Wir machen das mal lieber rückwärts, das ist besser. Da oben. Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. That was very smart, dumbass. No can reach. Man, I should have done that before they fell. So. Verdammt. Jetzt so. Schieben. Einschalten. Ausschalten. Na, gehst du. Ziehen. Yes, you have mad skills, Max. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Wir werden sowieso so einen Anschiss kriegen, wahrscheinlich, weil wir nicht zurückgespult haben, als wir da was gesucht hatten. Ja. Aber das war sowieso schon für heute. Oder? Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ruhig mal einen Kommentar. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!